Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Culling mit Kundran. Einen schönen guten Tag. Ah, jetzt, wo wir gerade noch kurz was anderes gespielt hatten, muss man schon sagen, performance-technisch ist Culling schon geil. Absolut. Also spielerisch, sowohl wie Grafik als auch FOV, also von der Größe her, wie groß du zur Umwelt bist, ist Culling schon echt super cool. Ja, vollkommen. Und ich meine, am Anfang hatten sie ja ihre Probleme mit dem Loot, dass der einfach nicht gespawnt ist. Und seitdem das weg ist, kann ich mich auch irgendwie an keinerlei Fehler mehr erinnern. Ja, Moment, war der Loot nicht gespawnt oder erst später immer? Ja, genau, erst später gespawnt, das meine ich. Also so richtig krasse Probleme gab es nie, also nur sowas dann halt. Richtig. Ja, bei dem kann ich mich auch an nichts mehr erinnern, was irgendwie nicht so lief wie intended. Wo bist du? 400 Meter weg, weil ich habe schon T2. Ich auch. Ich habe T2 und Explosive Runs, also wir könnten halt wirklich jetzt wen töten. Ich habe einen Man-Tracker. Kannst du mir trotzdem entgegenkommen, damit ich meinen Bogen noch zu Ende craften kann? Ja. Bei mir ist auch einer. Den mache ich jetzt ohne Bogen fertig. Du hast die bessere Waffe? Ich hab T2 Erdfaust. Ja. Okay. Der nächste Gegner ist da, wo ich herkomme. Ja, bin auf dem Weg. Ich musste leider meine Explosive Runs benutzen, sonst wäre weggerannt. Da läuft er, Haus am See. Ja. Reingerannt sogar. Ich gehe unten rein. Er lootet sogar noch. Komm mit unten rein. Versuch dann erst außen rum. Hat er oben gelootet oder sich einfach geduckt? Ist weg. Mach nochmal Man-Tracker schnell. Der ist. Ja, ich track dich. Nein. Der ist unten. Ja, ich habe doch gesagt, er hat sich versteckt. Mich jetzt leider getroffen. Nein, shit, ich wollte nicht mehr. Hier ist ein Rucksack? Ne, hab ich schon. Nimm du mit. Nimm ihn nur mit. Ich nehm direkt den Bogen, dann muss ich jetzt keinen mehr craften. Okay. Nimm die T2 auch mal mit, dass sie kein anderer aufheben. Ja, einmal noch Pfeile, okay. Achso, Man-Tracker. Durch die Mitte durch. Yep. Machen wir eben Body Armor. Eine Spritze wäre jetzt nochmal nicht schlecht. Explosive Runs ist schon geil. Mhm. Nächsten brauchst du. Ja, wobei der nächste gibt halt auch 10% mehr Schaden. Bei dir. Bisschen nach rechts. Bisschen nach rechts einnehmen. In den Sewers, denke ich, drin. Also hier unten Water Treatment. Leise. Er ist schon hier vorne. Er ist jetzt, rennt er wieder rein. Bin dran. Jo. Vier Hits. Claymore liegt hier. Deiner. Nicht reinkommen, nicht reinkommen. Da kommt noch ein Kumpel bei ihm. Du musst jetzt nur zu mir kommen. Bleib bis an der Tür. Nur an der Tür nicht reinkommen. Jetzt ist safe. Muss hier vorne links sein. Die Brücke wurde eingeschossen. Der in die rechte Seite. Oh, ist das nice. Er geht direkt weiter. Jo. Oben auf der Brücke. Ja. Auf der Brücke? Ja, oder. Ja. Okay, dann warten wir, bis er. Er wird auf den Berg hier springen. Wir gehen hier rechts oben auf den Berg. Wenn er links runter springt, ist er eh slowed. Und soll er jetzt einen Airdrop kriegen? Ja, dann soll er seinen Airdrop kriegen. In der Zeit crafte ich mir Body Armor. Meine Body Armor ist noch relativ voll. Ich mach ihm die links Brücke runter. Und links unten kommt einer. Okay, dann nehmen wir erst den. Immer erst ein. Deiner.
Der andere ist runtergesprungen. Ja, der ist. Deiner. Okay. Klar. Neue Body Armor mit. Oh, ich upgrade meinen Bogen. Machete ist auch immer schön. Okay. Nur mal eben kurz neue Body Armor. Ja, ich auch. Guck mal, nicht mal der neue Patch kann uns aufhalten. Hey. So. Noch irgendwas. Das ist übrigens ein Tipp, wenn ihr zusammenspielt mit euren Freunden. Dadurch, dass alle gleich stark sind, immer zu zweit auf einen. Denn wenn ihr dann 2-on-1 spielt, habt ihr halt wieder einen Vorteil. Die nächsten sind Richtung. Da hinten ist er, vor gerade aus Pam rausgekommen. Der läuft nicht auf uns zu, oder? Nee. Aber er geht rein. Guck du linke Tür. Ja, ja. Hat ja hat links die Tür zugemacht. Sind beide drin. Nicht reingehen. Das ist ein Zweierteam. Das ist ein Container hier. Nee. Kein Container. Das ist das Zweierteam. Die brauchen wir irgendwie. Ich leg. Moment, hier ist noch der Einzelne bei mir. Hier sind zwei, sind zwei. Nein! Nur Bandage. Okay, Bandage durch. Dann erst den hier. Der andere kommt hinter dir. Hinter dir. Oh shit. Okay. Ja. Okay, hat's doch mal gewonnen. Spiel ist so vorbei. Ein Team haben wir noch. Ist ach, echt noch? Oh, dann haben wir noch nicht gewonnen. Ich mach neue Body Armor. Da liegt wieder ein neuer Rucksack. Komm schon. Einziges Gute ist, dass ich jetzt Dick Deep hab. Aber wenn wir jetzt den Einzelnen für dich noch bekommen würden, hättest du auch noch Dick Deep. Überleg gerade, ich. Soll ich den Airdrop rufen? Nee, ich würde sagen, wir holen uns blaue, oder? Also ja, Spritzen vielleicht sogar reicht einfach nur. Oder ne Explosive. Explosive und Spritzen. Oder ein T3-Bogen im Zweifelsfall. Das ist ein Rifle, oder? Das ist doch viel zu breit. Ja. Ja, komm, noch haben die aber auch kein T3 oder T4 gerufen. Also noch können wir sie sowieso suchen. Die können nur T2 haben. Waren das denn die mit den Kills? Der hat einen Perk zumindest. Ja, das waren die mit den Kills. Ja. Unter 100. Unter 100. Da geradeaus. Eventuell, nee, ist Zweier Team. Lass sie reinrennen. Wir schießen auf den Gascontainer. Lass sie reinrennen. Hast du einen Pfeil und Bogen? Ja. Und Action. Ja, ja, lauf da hoch. Das ist eine gute Idee. Na, jetzt vielleicht doch. Ich gehe jetzt auch nach hinten. Bleib du vorne. Nee, kommt, die sind nicht oben. Sehen nichts. Einer ist tot. Ich habe ihn nicht getötet. Ich weiß, dass du das bist, aber wo ist der andere? 99 Meter ist weggerannt. Oder er ist nicht trackbar. Natürlich sein, dass er nicht trackbar ist. Wahrscheinlicher sogar. Naja, wie dem auch sei. Jetzt haben wir nur noch zwei Einzelne. Dann mache ich mir jetzt mal eine Bandage. Drei Kills. Guck mal gerade, hier ist bestimmt ein Raker, oder? Hattest du noch den Late Game Airdrop? Theoretisch ja. Ja, ruf ihn doch, würde ich sagen. Ja, ich gehe da links hin. Wie sieht es mit deiner Body Armor aus? Voll. Ach, Moment, ich müsste was verkaufen. Weil ich so oft immer Body Armor crafte für 30 Credits. Ja, dann ich würde es trotzdem jetzt machen. Wir wissen, ja, wir wissen nur, wo einer ist. Gucken wir mal eben Hemo Blast. Was kostet mein Kack-Airdrop denn? 200 oder 150? Nee, 250 wahrscheinlich. Was hast du? Ich verkaufe jetzt meine Waffe, ne? Das ist super risky. Okay, ja. In der Tat risky.
Da liegt doch, ich glaube, da liegt noch eine Waffe im Wasser. Ja, nehme ich den. Boah, so eine T4 Airdrop mal dabei. Krass, ey, alles gezeigt. 10 Kills in dem neuen. Lustigerweise ist der Patch natürlich kacke im Vergleich zu dem, was davor war. Spaß macht es irgendwo trotzdem. Also im Zweier. Im Einser, glaube ich, würde ich mich mega ankotzen, weil 101s halt alle so RNG ablaufen. Ja, ja. Aber wenn du im Zweierteam richtig zusammenspielst, kannst du trotzdem immer einen Vorteil haben. Ja, absolut. Also das mit dem immer, dass einer den einen immer backsteppt oder so, ist halt ein Riesenvorteil. T4. Lang nicht mehr gesehen. Eine richtige Body Armor ziehe ich drüber. Oh, die wird nicht angezeigt bei dir jetzt. Boah, die ist richtig, die ist ganz voll, ne? Das ist ja der Unterschied. Also ja. Das Lustige ist, die wird nicht angezeigt. So, wie sieht's aus? Wohin? Hier rechts, Entschuldigung. Ich habe immer noch keinen Dick Deep. Habe ich nicht einen Kill gemacht? Nee, ich hab den, der ist irgendwie durch Gas gekommen. Ach, den Gas. Ja, ja, ich hab den auf 1 HP gehauen und den Gaskill hast dann trotzdem du bekommen, aber das ist ja komisch. Hast du, hast das Gas angemacht. Wahrscheinlich klar. War mein letzter Schuss vom. Ja, da ist er. Und Dynamit. Gecraftet ist? Ja, ich glaub nur. Das war nicht mal. Nochmal, ja, das ist gecraftet. Lässt sie einfach los. Lass mir den dann, wenn du kannst. Aber der hat Speed. Und da springt er über ihn drüber und boom! Er hat noch einen Revolver sogar gehabt. Mit Muni. So, jetzt haben wir. Ja, kann man nicht. 11 Kills, Alter, in der Runde. Das war der eine nicht trackbar, der war noch nicht weg. Ja, ja. Muss der irgendwie gewesen sein. Den Mate davon habe ich trotzdem getötet. Im Wasser, direkt hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwie höre ich wie in dem Wasser. Oh! Denn! Alter, der war ja direkt tot! Holy shit! Ja, du hast ihn mit dem Hammer gebackt. Ja, oder? Voll aufgeladen. Holy shit! Kann man machen. 12, ne? 12 ja, Kills. Ich hab auch 6. Ja, ach du Scheiße, was eine Runde. Wenn das nicht mal die beste Runde in diesem Spielmodus war, also mit dem Patch. Absolut. Lasst gerne mal ein Like, da schaut bei Kunden vorbei. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Tschüss.